Ich meine, ich habe doch schon das Kettenrasseln und das gehört, also. Das sieht ja auch schon auf der Karte gar nicht bedrohlich aus. Niemals. Ich lass dich mal machen. Okay. Sie können jetzt hier direkt runterspringen. Aber hier ist noch rot. You only live once. Let's the good times roll. Sequence. Barry. Jill. You're alive. I was worried because I thought you were. Ja, Barry, das war jetzt. Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Hi, Lisa, Modenschau. Du hast da ein Auge auf dem Rücken. Ja, damit hat sie Rot. No time to talk. Jill, hand me my gun. Du hast mir viel Gutes getan, Barry. Also hier ist Mami. Das andere war gar nicht deine Mami, da war das bestimmt dein Papi. Wirklich? Teamwork! Barry, du bist wieder dran. Barry, du warst wieder dran. Nicht ernsthaft. Hat dich im Fallen kaputt gemacht oder runtergeschmissen? Runtergeschmissen. Es ging zu Boden und ich fiel runter. Ich hätte jetzt fast ein neues Spiel gedrückt. Das ist es nicht wert. In der Dunkelheit lauert die Angst und die Modenschau. Okay. Nochmal. Barry, ich vertraue dir. Die Medaille. Ach richtig, die hatte ich bislang nicht gebraucht, deshalb hatte ich die jetzt wieder vergessen. Deshalb bin ich hier. Genau. Die brauchst du nämlich danach. Um Barry damit zu erschlagen. Barry, ich komme, um mich dir zu stellen. Ihr nicht besonders hellem. Und hepp. Ich krabbel da runter, runter, runter und da ist schön, so schön, so schön. Thanks, Jill. Ah,
Beide stehen da und warten. Und Lisa überlegt sich, ob sie aufstehen will. Und zur Modenschau gehen. Harry! Nein, nicht, nein, 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 nein! Manchmal macht Barry ja doch halbwegs seinen Job. Aber nur manchmal. Lisa, uns ist beiden klar, dass das Cheaten war. Lisa, geh bitte runter. Harry, die geht nicht runter. Barry, schieß noch ein paar Mal. Harry, die fällt immer noch nicht runter. Harry! Harry! Ich bin tot, Barry. Und wieso ist das nicht mehr als toll? Okay. Are you dead? Ich gehe davon aus, es muss irgendeinen Trick in dem Kampf geben, so ob wie die schon zu Boden gegangen ist. Ja. Du gibst Barry seine Waffe zurück. Ja. Du musst dich selbst nicht mehr um das Monster kümmern. Ja, aber Barry tut doch nichts mehr. Du musst in der Zeit was anderes machen. Ich muss in der Zeit was anderes machen. Vollkommen klar. Das sind so absolut unauffällige große Steinsäulen. Ja, ich dachte, die sind Deko. Nicht viel an Heilmittel? Ich muss ja nicht dagegen kämpfen, ne? Unnötig langer Gang, unnötig langer Gang. Dann gehen sie hier noch um Dreiecken und hier noch lang. Boah, hier ist ein Steg und boah, da ist eine Leiter. Ich bin ja gerade dabei, die Tomb Raider 5 Sachen zu bearbeiten. Mhm. Da war das bei einem Lösungsbuch. Da stellen wir auch wieder fest, das Lösungsbuch ist dumm. Ah, okay. Obwohl, eigentlich stellen wir das ja jedes Mal fest. Ja, ja, ich bin gespannt, wie dumm das Lösungsbuch ist. Was hat es getan? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, es war dumm. Barry, machst du auch deinen Job? Okay. Aber sie hat die ganze Zeit Mami gerufen. Mhm. Eben. Geschrieben. So, Mr. Barry, jetzt zu Ihnen. Ja, das war ja einfach. I don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me and go on ahead. Okay. Kein Barry, was war denn jetzt?
doch ein Familienfoto. Es ist ein Brief. Meine liebe Lisa, jeden Tag verschwindet mein Bewusstsein weiter. Die Spritzen von den Männern in Weihbetter in Kitteln machen Mamas Jucken besser. Heute gaben sie mir eine Spritze mit Vitaminen. Anführungszeichen. Wenn sie mir die Spritze geben, kann Mami nicht klar denken. Aber Mami ist traurig, weil Mami es nicht schafft, euch alle zwischendurch zu vergessen. Okay. Mami hat Angst. Angst, alles zu vergessen. Besonders die Erinnerungen an dich und Papi. Wie ihr aussieht, was wir zusammen gemacht haben. All das verschwindet mir allmählich in eine Finsternis in mir. Und wie du wieder aussiehst. Oh Lisa, ich möchte jetzt sofort dein Gesicht berühren und dich in meinen Armen halten, damit ich unsere wunderbaren Erinnerungen an dich und Papi behalten kann. Und du hast mein Gesicht. Lisa, wir können nicht hierbleiben. Wir müssen fliehen. Hör mir zu, Lisa. Unsere Chance kommt, wenn wir nächstes Mal beide gemeinsam im Labor sind. Wir stellen uns beide bewusstlos. Und wenn der Mann in Weihbetta nicht aufpasst, nutzen wir unsere Chance. Der Mann in Weihbetta. Wenn wir draußen sind, suchen wir gemeinsam nach Papi. Okay, Kleine? Du musst stark sein, Lisa. 13. November 1967. Jessica Trevor. Warum genau haben sie sie mit ihrem Brief in den Sarg gepackt? Ach, egal. Den hatte sie in den Klamotten. Ach so. Und wir haben gerade die Leiche geflattert. Und nochmal, Barry. Du schuldest uns immer noch eine Erklärung. Und Jill hat dich gefragt, die Dumme. Ups. Jill. Ah! Wie beim Tape-Roller. Ah! Hier ist dein Brunnen. Mhm. Ich bin hier auch schon fertig. Okay. Eine runde Einbuchtung. Wolf. Da kommt niemals die Wolfsdemons drauf. Oh, passt. Wie kommt das denn? Was? Doch nicht mit einem Adler. Und da unten ist Chris. Der war nämlich gar nicht im Garten, der war die ganze Zeit im Brunnen. So, du hast dein heutiges Tagesziel auf jeden Fall erreicht gleich. Niemals. Doch. Was? Ja. Echt? Ja. Wenn ich hier drauf drücke? Ja. Glücklich. Ich hab CD2. Ja. Oh mein Gott! Ja! Nach so langer Zeit! Ich finde auch gleich, die Grafik sieht gleich viel besser aus, also. Man merkt schon, dass das die Fortsetzung ist. Wie war denn dann das Original zu Ende?
Nee, das ist so, das Original war irgendwie ein bisschen anders. Ich glaube, da gab es irgendwie den Außenbereich nicht oder sowas. Mhm. Es gibt hier wieder irgendwo Farbbänder. Farbbänder? Ich sehe keine. Farbbänder. Run to the lever beside the big steel doors. Und dann grab the ink ribbon, also doch noch eins runter. Okay. Ich will meine Farbbänder. Farbbänder. Da, ich sehe sie. Die ist so eine Farbmaschine. Eine Farbmaschine. Und du hast ein Schreibband für die Farbmaschine. Ja. Und ein Objektkasten. Das wird ja mal besser hier. Das Farbband verwenden, denn wir sind auf CD 2. Mit Jill, 26. Labeingang. Labeingang, okay. Meine Komplettlösung schlägt vor, dass du die beiden nächsten Zombies verbrennst. Warum? Sie tun mir doch nichts. Ich weiß noch nicht, wer die nächsten beiden Zombies sind, aber... Annegret und Theodor. Annegret und Theodor. Lange her, dass ich mal mein Feuerzeug dabei hatte. Hier durch? Das heißt, ich werde wahrscheinlich häufiger hier durch müssen. Ja, hier ist auch ein Treibstoffkasten. Ja. Ah, da kommt Annegret. Sag mal, Annegret. Oh, ich klar. Wie lootet sie denn? Sehr gelootet. Das brauchen sie jetzt nicht. Ich glaube, du brauchst den Benzinkanister. Das ist ein bisschen dämlich. Du kannst sagen, uns zurückmarsch mal. Ja, wollte ich, aber Jill wollte nicht schnell genug los. So. Wenn es weiterkommt, dann will die Treppe hoch. Oh, da ist schon oben. Und du bist Theodor. Mhm. Komm schon, Theo. Mir in meiner Not. Theo. Ach, tut Mann. Tut mir leid, aber jetzt bist du tot. So, ich wollte es anders auf tot rein, aber gut. Hauptsache tot. Grüne Kräuter. Objektkasten! Feuerzeug weg. Kerosin weg. Grünes Kraut. Weg. Grünes Kraut. Weg. Weiter geht's.
Oh, noch eine Modiskette. Yes. Oh yeah! Alles kommt jetzt erstmal in den Objektkasten. Nicht, damit es wieder heißt, sie haben aber nicht genug Platz, um das mitzunehmen. Ich finde immer noch Barrys mit Entschuldigungen und Erklärungen für... Schuldig. Auf jeden Fall. Jill, geh du schon mal vor. Okay. Als du das letzte Mal gesagt hast, wolltest du mich danach umbringen. Aber ist in Ordnung. Ja, das war ein Versehen. Er hat gedacht, du bist der Verräter. Du, ich glaube, die Entschuldigung zieht nicht mehr. Als jemand gesagt hat, ich wollte das gar nicht tun. Man hat mich gezwungen. Okay, jetzt bin ich hier. Mhm. Wo? Ja, da. Da auch, Dolch, ja, ganz dringend, Noch mehr Pistolen, Munition. Hier abgeschlossen. Was ist in das Schloss eingraviert? Tür ist verschlossen. Ein Hochspannungssymbol. Hier dürfte auch verschlossen sein. Eine Art Hochspannungssymbol. Ich brauche einen Hochspannungsschlüssel oder was? Ich habe hier eine Doppeltür. Die dürfte auch sein. Mhm. Ja. Oh, guck mal, hier hat irgendwer was gemacht. Das scheint noch gar nicht allzu lange her zu sein. Weißt du, das sind so diese Worte, die will man in dieser Situation eigentlich nicht hören. Ich hab noch mein Pulsmesser da. Den wollte ich dir eigentlich heute mal angelegt haben. Es ist V-Akt. Fakt. Es ist V-Akt. Notiz eines Forschers. Es gibt begründeten Anlass zu der Vermutung, dass das T-Virus-Muttergen das Genom im Körper seines Wirts beeinträchtigt. Der Körper des Wirts geht erwiesenermaßen in einen stabilen Ruhezustand über, nachdem er das Bewusstsein verloren hat. Ja, ohne Bewusstsein aktiv ist auch schwer. Mhm. Der Virus wird dann aktiv und ändert die grundlegende Zusammensetzung des Körpers. Der Wirt mutiert dabei allmählich zu einem humanoiden Wesen. Wir haben diesem Wesen den Namen V-Acts gegeben. Besonders bemerkenswert sind die Geschwindigkeiten und die erstaunliche Muskelentwicklung. Nach der Umwandlung wird es wendiger und aggressiver. Wow. 4 unserer Forscher sind beim Versuch, es zu füttern, bereits ums Leben gekommen. Das Gehege wurde umgehend zum Blutbad. Seit diesem tragischen und barbarischen Unfall nennen wir diese Art Blutköpfe. Crimson Heads! Dieser ebenso gefährliche wie kostbare Prototyp kann nicht zurückgelassen werden. Wir müssen entscheiden, was zu tun ist. Terminierung ist völlig ausgeschlossen. Ich hab sie verbrannt, bevor sie V-Acts oder Crimson Heads waren. Letztendlich beschlossen wir, es zu gefrieren und den Körper im Keller des rückwärtigen Friedhofs einzusperren. Das war das Viech! Das habe ich umgebracht. Ich lock mich ein als... Sekunde, es ist ja ganz klar. Jill... Jill. Ne? Das ist Jillwalle. Aha. Und das Passwort ist... Darf ich dir eben kurz meinen Laptop auf die...
Blong, 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 blong. Und das Mikro auf die Beine legen? Ja, genau. Und das Passwort ist ganz eindeutig... Sternchen, 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 Sternchen. Chris... Red. Red. Chris Red. Chris Red. Och! Tja, also... Ich glaube, du hast das richtige Passwort noch nicht. Ich komme hier nicht mehr raus. Ach da, Escape. Aber das war mein Login! Ja, aber du bist gesperrt! Mano. Das ist dein Spiegelbild. Du bist also schon mal kein Vampir. Im Spiegelbild blinkt irgendwas. Richtig. Ein Batteriepacks. Kann man nie genug von haben. So. Welche Türen hast du genommen? Die Doppeltüren? Ja. Hast du die First Aid Box da irgendwo drin gefunden? Noch nicht. Ich habe Magnum-Munition. First Aid. Darf ich einmal bitte die Karte sehen? Irgendwas fehlt mir denn auch noch. Okay. Anscheinend ist der kaputt. Anscheinend ist der kaputt. Ich meine, klar, was mir drin fehlt, ist, dass die mich nicht mit Jill, Val und Chris Red reingelassen haben. Jill, Val, Chris Red. Ja gut, ich hatte ja noch eine andere offene Tür. Ach nein, 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 nein. Das waren zweimal Doppeltüren. Ah, okay. Dann müsstest du jetzt... beim Erste-Hilfe-Kasten sein. Genau, im Medical Hallway sein.